Moin Leute, heute eine ganz besondere Folge, sozusagen wieder zurück in die Vergangenheit, nicht zurück in die Zukunft, mit Dennis Witthuis. Ja, moin Leute, herzlich willkommen. Der André ist zu Besuch hier in Bremen und wir sitzen hier in meinem Garten und ich bin ganz gespannt, was du heute mitgebracht hast. Ja, ihr kennt es ja schon, Dennis und ich bewerten Produkte oder die Unternehmen, die sich morgen in der Höhle der Löwen vorstellen. Das heißt, bevor die Ausstrahlung kommt, werden wir euch schon sagen können, gibt es einen Deal? Wenn ja, wer investiert und was bringt das Produkt überhaupt, oder? Ob wir es sagen können, wissen wir nicht. Wir vermuten es und das ist hier so ein bisschen wie beim Orakel. Der André stellt mir vor, was morgen kommt. Ich weiß von nichts und gebe eine Empfehlung ab. Oder sag, was passieren wird. Ja, aber die oder lag, was ich vermute. Die lag in der letzten Zeit immer, da lag so ziemlich richtig. Wir haben ja schon etliche Folgen, wollte ich sagen, aber schon viele gedreht. Und das war immer ziemlich gut, deine Einschätzung. Also seid gespannt. Ich glaube, Dennis ist ein Garant dafür, vorher zu sagen, was da passiert. Und jetzt haben wir ein wirklich interessantes Unternehmen. Du bist schon gespannt wie ein Flitzebogen, nehme ich ja, an. Ja. Weil ne, Dennis, wie er schon gesagt hat, weiß von nichts. Und jetzt werde ich dir sagen können, worum es geht in dieser Aufgabe, in dieser Ausgabe. Und zwar um ein Fahrrad aus Holz. Das nennt sich MyEsel. Mit einem individuellen Holzrahmen. Den kannst du anpassen, wie du willst. Und auch das ganze Zubehör kannst du nach eigenem Ermessen dir aussuchen. Was ist deine erste, was kommt dir als erstes in den Kopf? Puh, als erstes frage ich mich, warum braucht man das? Warum waren Fahrräder nicht schon früher aus Holz, sondern aus Stahl? Und ist Holz das richtige Material für ein Fahrrad? Was ist jetzt der Vorteil für einen Kunden? Das würde mich jetzt interessieren. Mhm. Ich zeig dir das einmal kurz. So sieht das aus. Ein ja. Fahrrad aus Holz. Kann man schön in den Bergen fahren gehen. Ja. Gibt es sowohl mechanisch angetrieben, ne, dass du einfach ja. mit deiner Muskelkraft fährst, oder es ja. gibt es auch noch als E-Bike. Ja, also das sieht schon mal gut aus. Aber warum man das jetzt braucht, den Vorteil, da wäre ich jetzt gespannt mhm. drauf. Ja, ich kann dir ein bisschen was dazu erzählen. Erstmal soll Holz, du kennst dich ja mit dem Werkstoff Holz sehr gut aus, ne? Allein aufgrund deiner beruflichen Tätigkeit. Ein bisschen. Ja, mehr mit Tapeten und Wand, Zeug zum Boden belegen und sowas, ne? Ja, da ist ja auch Holz bei, aber erzähl mal, ja. was sind die Vorteile? Das Holz absorbiert die Unebenheiten oder den ist schockabsorbierend offensichtlich. Ja. Das heißt, dass das Ganze elastischer ist. Das soll einfach sehr komfortabel sein, dieses Fahrrad zu fahren. Das ist so, wie ich gesehen habe, der entscheidende Vorteil. Und produzieren die schon Fahrräder? Ja. Ja, die sind sogar sehr sehr erfolgreich schon in Österreich unterwegs. Es gibt einen ISO-Standard, steht hier auf der Webseite. Die haben irgendwelche Wettbewerbe gewonnen. Und vor allen Dingen auch, was interessant ist, es gibt manchmal Menschen, die sehr groß sind oder einfach, für die es kein bestimmtes Fahrrad gibt. Und das, den Vorteil hast du hier, dass das individuell gefertigt werden kann, auch wenn du 2,10 Meter groß bist. Und die werden alle auf Maß gefertigt? Ja. Genau. Also gerne auch auf Maß. Es muss nicht unbedingt ein Maßfahrrad sein. Und was haben die für eine Zielgruppe? Wollen die in den ganz normalen Fahrradhandel oder ist das High-End oder was soll so ein Produkt kosten? Das interessiert mich auch mal. Das werde ich jetzt hier mal nachschlagen, ob man das überhaupt hier jetzt schon bestellen kann. Das, du weißt ja, das ist ja auch immer interessant, ne? Da erinnerst du dich dran, ob das jetzt schon bestellbar ist oder nicht. Aber, soweit ich weiß, sind die ja schon sehr erfolgreich in Österreich damit. Und jetzt wollen die auch in andere Märkte rein. Also du kannst es bei denen schon mal nicht direkt bestellen, sondern du musst es über einen Händler musst du da gehen. Aha, aber ich sehe hier im Moment, ich sehe hier zumindest schon mal Preise auf der Webseite. Ja, also es geht los bei 3.650 Euro. Das E-Bike kostet noch ein bisschen mehr. Tja. Ist schon, was sagst du? Eine Menge nicht? Holz. Also guck mal, das, Menge Holz, ja. das ist, ja. das kommt vor. Ah ne, das ist auch schon ein E-Bike dann. Ja, aber die E-Bikes sind ja so in dem Preisbereich. Ja. Ja.
Oh, guck mal, aber wird in Österreich hergestellt. Ja, aber was die jetzt für Umsatz machen, weißt du noch, weißt du nicht, wie viel, wo die jetzt stehen und was die fordern, wie viel. Doch, das kann ich dir alles gleich noch sagen. Ja. Ich wollte erstmal nur von dir wissen, was du generell von diesem Produkt hältst. Würdest du sowas kaufen? Fährst du Fahrrad? Eigentlich weniger. Ich weiß, dass viele Leute sich so ein teures Fahrrad kaufen und dass der Markt ziemlich groß ist bei den Fahrrädern. Der Produktvorteil mit dem Holz erschließt sich mir jetzt nicht so ganz hier. Holz ist natürlich auch ein Material, was gegenüber Wasser problematisch ist, wenn das jetzt draußen im Regen steht oder so. Aber solche Fahrräder lässt man eigentlich nicht im Regen stehen. Aber also die Gründer sagen wirklich jetzt in Bezug auf dieses Holz, dass das so vibrationsabsorbierend ist und dass du diese Laufruhe lieben wirst von dem Fahrrad. Soll wohl ein Komfort sein, den du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst, so wie du hier in diesem Stuhl sitzt. Ja, du kennst ja nur so ein Metallfahrrad. Also, dass die Produkte sehen gut aus. Weil du musst dir eins vorstellen, gerade beim Holz wird ja auch viel im Skirennsport verwendet und auch im Bootsbau. Weil du gerade gesagt hast, Wasser ist ein Problem, aber ganze Boote sind ja aus Holz, oder? Ja. Also, das ja, mit dem Wasser. Wobei, da haben ja moderne Werkstoffe das Holz ja eigentlich verdrängt. Und beim Skifahren ja auch, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja. Das ist ja, gibt wahrscheinlich auch einen Markt für Holzskier, aber der ist relativ klein. Das kann sind sein, ja neue, moderne Glasfiber und andere Materialien. Ja, aber ich bin nun kein Fahrradexperte, aber sag mal, was die haben wollen. Mhm. Also erstmal muss ich dir noch sagen, Joey Kelly, hast du schon mal gehört? Ja. Der ist Markenbotschafter. Der ist bei denen mit drin in dem Team und der wird auch in der Folge mit dem Rad in den Saal da reinradeln. Und die haben auch schon eine gewisse Relevanz. Ich habe mir das mal angesehen, so Social Media Technik, da geht schon einiges. So Facebook, Instagram, da haben die schon so zusammengerechnet über 10.000 Leute, denen da folgen. Und wie gesagt, in Österreich sind sie schon ganz gut drin im Markt. Deshalb suchen sie jetzt jemanden, der in den deutschen Markt mit reingeht. Und dafür sind sie jetzt in der Show. Ne? Wir sind Österreicher, die jetzt dann nach Deutschland kommen in die Show und sagen, wir wollen mal sehen, wen wir jetzt dafür mit gewinnen können. Jemand, der hier was wollen die denn haben? 675.000 Euro und dafür 15% der Firmenanteile. Boah, das bedeutet ja, dass das Unternehmen jetzt so überschlagen, Kopfrechnen in so einer Sendung ist immer schwierig, zwischen 4 und 6 Millionen wert sein muss. 4,5 Millionen, ja. So. Das ist schon ganz anständig, da müssen die schon ganz viel verkaufen, was wir ja häufig in der Show gesehen haben. Und ich gebe hier jetzt mal eine Prognose ab. Ja. Die kommen in die Show, die sind in Österreich schon relativ gut dabei. Mhm. Die haben das Produkt da relativ bekannt schon gemacht. Und jetzt haben ja schon einen, der investiert hat oder Markenbotschafter ist mit Joey Kelly. Genau. Jetzt kommen sie in die Höhle der Löwen, Leute, um das Produkt hier bekannt zu machen. Denen kommt es gar nicht auf einen Deal an, wahrscheinlich. Und wenn, dann muss der Investor dafür richtig zahlen. Und ich glaube, ja, wenn, das könnte der Nils Glagau, für den könnte das so ein Produkt sein. Der Maschmeyer wird sagen, das ist viel zu teuer von der Bewertung hier her, glaube ich. Mhm. Ich glaube, da geht kein Deal. Mhm. Wie kommst du so schnell zu der Einschätzung? Weil die Bewertung, also 670.000 oder wie? 675.000 wollen sie haben. 675.000 ist völlig untypisch. Ja, für ein Fahrrad, oder? Ja. Die Löwen werden fragen, wie viel, was denn an Marktanteil hier zu erobern ist und was man für Umsatzerwartungen hat wahrscheinlich. Und also meine Prognose ist, dass keiner investieren wird. Und die das hier nutzen, um das Produkt bekannt in Deutschland zu machen. Würde ich mitgehen bei der Einschätzung. Weil mir kommt das auch so vor, als ob das schon eine saftige Bewertung.
Und was mich auch stutzig macht, ist, dass sie schon Joey Kelly dabei haben. Das heißt, sie haben schon ein richtiges Zugpferd dabei, der das Ding mit denen bekannt macht. Und das, was ich hier so an ersten Eindrücken gesehen habe, das habt ihr jetzt nicht gesehen, ist, das ist schon ziemlich professionell und die wissen genau, wo sie hinwollen. Und die Frage ist, wie kann der Löwe ihnen jetzt hier helfen? Das heißt, Kontakte zu Fahrradhändlern oder Direktvertrieb aufbauen. Also für Dümmel ist es nichts, das ist viel zu hochwertig, das Produkt. Er heißt ja auch Mr. Regal oder so, wie der genannt. Ja, ich glaube, und 670.000 macht man nicht mal so eben, schießt man da nicht so mal eben rein. Hast du die letzte Ausgabe gesehen eigentlich? Ja. Teilweise? Ja. Auch am Ende, als dann als sie noch nach Hause gefahren sind zum Dümmel und zu den allen so. Nee. Ah, das war cool. Da haben die so ein bisschen die Hintergründe gezeigt, von denen, wie die so leben, die Whirl und sowas. Das war nicht schlecht. Und es gibt ja jetzt noch zwei neue Investoren. Hast du das mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. Deshalb, da ist vielleicht auch nochmal ein Fokus drauf zu legen, ob das jetzt für jemanden wäre. Wobei ich bei diesem Produkt auch denke, ich glaube, die rufen zu viel Geld auf. Ja. Und mit Joey Kelly haben sie jemanden, der da schon investiert ist und der schon Markenbotschafter ist. Und wir haben das häufig in der Show gesehen, dass man versucht, sein Produkt bekannt zu machen und dass man nicht unbedingt einen Deal braucht. So, das Geld würde man dann mitnehmen, um hier den Vertrieb aufzubauen. Aber wenn das dann nicht so ist, nimmt man das auch hin und man hat die Publicity. Mhm. Was ich nochmal denke zum Produkt ist, dass Fahrräder im Moment so vielleicht nicht einen regelrechten Hype, aber die gehen schon gerade ziemlich in Fokus. Und doch, viele schwören auch auf Fahrräder. Gibt es auch diesen erfolgreichen Rose Bikes, heißt der, glaube ich, aus Münster oder irgendwo da die Ecke. Ja. Der ist ja auch extrem erfolgreich. Ne? Und dass da jetzt einer kommt mit einem völlig neuen Werkstoff, also sieht man ja auch schon, dass es recht erfolgreich ist und könnte man auch vorstellen, dass das hier in Deutschland funktioniert. Aber eben, ob sie dafür jetzt wirklich jemanden suchen in der Show, stelle ich auch in Frage. Übrigens, der Joey Kelly ist ja nicht nur Musiker, sondern der ist ja auch Extremsportler. Ja, das weiß ich. Deshalb passt er eigentlich ganz gut zu diesem Bike, ne? Ja. Ja, warten wir mal ab. Ich bin selber voll gespannt. Ja, ich auch. Also, wir schalten morgen ein, ihr sicherlich auch. Und dann werden wir erfahren, was da passiert, ob jemand investiert oder nicht. Dennis und ich sagen, nein, da wird niemand investieren. Bis morgen. Ciao.